Fit und Gesund, das wöchentliche Gesundheitsmagazin auf DW. In unserem Studiogespräch erfahren Sie mehr über Gesundheit, Fitness, Wellness und Ernährung. Jede Woche neu, das Expertengespräch aus Fit und Gesund. Und ich begrüße Frau Prof. Dr. Karin Büttner-Jans bei mir im Studio. Sie ist Orthopädin und Wirbelsäulenchirurgin und, das möchte ich kurz erwähnen, ehemalige Spitzensportlerin. Und hier sehen wir sie bei den Olympischen Spielen 1972. Und danach, nach den Olympischen Spielen, haben sie Medizin studiert und sind dafür bekannt, dass sie mitentwickelt haben die künstliche Bandscheibe. Ja. Also ein sehr bewegtes Leben, muss ich sagen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Hallo. Gibt es denn eigentlich einen Persönlichkeitstyp für Rückenschmerzen? Ja, ich glaube, dass Menschen, die schnell in die depressive Phase kommen können, dann auch eher dazu veranlagt sind, Rückenschmerzen zu haben. Wir sagen gerne in unserem Fachgebiet Orthopädie, Unfallchirurgie, das Gehirn liegt gleich neben der Lendenwirbelsäule. Das bringt das schon zum Ausdruck. Und diese Patienten, die brauchen natürlich auch besonders früh eine Unterstützung. Mhm. Können wir denn selbst irgendwie beeinflussen, ob wir später mal Probleme mit dem Rücken bekommen? Ja, und zwar durch eine gute Lebensführung. Das hört sich erstmal langweilig und banal an, aber so wie Sie schon einleitend zeigten, mal aufstehen ist zum Beispiel gut, den ganzen Tag zu sitzen ist nicht gut. Sich doch eher zu scheuen vor körperlichen Überbelastungen mit Heben schwerer Gegenstände auf Dauer. Übergewicht ist nicht gut. Das merken vor allem auch schwangere Frauen, wenn die nämlich nicht nur übergewichtig vorübergehend sind, sondern ihr Bauch immer größer wird, ganz physiologisch, dann kommen teilweise Rückenschmerzen. Also insofern gutes Körpergewicht haben und abwechselnd sitzen, gehen, stehen, Sport treiben, ja, schönes Leben führen. Ein schönes Leben führen. Jetzt gibt es ja einen Unterschied zwischen akuten Rückenschmerzen und chronischen Rückenschmerzen. Wie helfen Sie denn beispielsweise Menschen mit einem chronischen Rückenschmerz? Ja, bei dem Patienten muss man erst mal rausfinden, inwieweit das schon im Gehirn fixiert ist. Also ob man überhaupt noch rankommt an die Behandlung. Ansonsten sind diese Patienten wirklich gut beim Schmerztherapeuten aufgehoben. Wenn man noch rankommt an die Betreuung der Patienten, dann ist eine richtige Untersuchung natürlich wichtig. Also nach der Befragung dann auch bildgebende Diagnostik und überlegen, welcher möglicherweise sogar operative Eingriff, wenn es konservativer ausgeschöpft ist, dann doch hilft. Also nicht nur bei konservativ akut schmerzhaften Patienten zu behandeln, sondern auch bei Chronikern mal versuchen, über die üblichen medizinischen Methoden ranzukommen. Jetzt ist es ja so, dass einen akuten Rückenschmerz hat ja fast jeder von uns mal im Leben. Aber wann muss man denn mit Rückenschmerzen tatsächlich zum Arzt gehen? Ja, Sie sagen das gut. Also ich glaube, so bis 85% haben es mal im Laufe des Lebens. Also es ist gut, erst mal zu versuchen, gerade das nicht zu machen. Das hört sich auch sehr logisch an, was halt sehr weh tut. Versuchen, ob mit Liegen, mit Wärme es besser wird. Vielleicht ist auch noch irgendein Medikament gegen Schmerzen zu Hause. Aber wenn nach 2-3 Tagen das nicht deutlich besser wird, ja, dann wäre schon gut eine Vorstellung beim Arzt. Also der auch fachlich oder die fachlich, eine Kollegin, dazu geeignet ist oder sogar in eine Notaufnahme gehen vom Krankenhaus. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann auch diese berühmte Telefonnummer wählen, dass mal jemand nach Hause kommt. Dass jemand nach Hause kommt als Hausbesuch. Genau. Jetzt sahen wir in dem Beitrag ja eben eine Frau, die hatte einen Bandscheibenvorfall. Wenn Sie jetzt einen Bandscheibenvorfall diagnostizieren, was sind denn so die ersten Behandlungsschritte? Na, Bandscheibenvorfall ist ja ein Sammelbegriff für vieles. Es gibt ja auch Patienten oder Menschen, muss ich hier sagen, die gar keine Schmerzen haben mit dem Bandscheibenvorfall. Die gezeigte Frau hatte natürlich Beschwerden. Ich finde das toll, wie sie auch sehr extensiv mit ihren Übungen so weiter vorwärts kam. Das Wichtigste ist nicht zu übersehen, die sogenannten roten Fahnen. Das spricht für sich, nämlich ob der Patient dann auch eine Muskelschwäche hat oder Ausfälle im Blasenmastdarmbereich. Das ist katastrophal. Da muss man sofort. Die roten Fahnen sind so Warnsignale. Genau, genau. Da muss man sofort aktiv werden, also sofort in eine Einrichtung gehen, die auch mit Bildgebung gut da ist, zum MRT dann. Und ansonsten gucken, inwieweit auch wieder zuerst eine konservative Behandlung helfen kann, also vor allem, wenn keine Warnsignale da sind. Frau Büttner-Jans, Sie haben ja vor ungefähr 30 Jahren die künstliche Bandscheibe mitentwickelt. Wie sind denn die Langzeiterfahrungen? Die sind gut. Also natürlich hatten wir damals mit dem Fahrrad entwickeln, dem ersten sozusagen, nämlich in Form der künstlichen Bandscheibe, nicht gleich das optimale Implantat. Aber inzwischen gibt es Weiterentwicklungen und die Entwicklungen sind noch nicht zu Ende. Das darf ich ja auch sagen, denn es wird versucht, immer näher an die normale Bandscheibenbeweglichkeit heranzukommen. Das ist zwar im Beitrag eben genannt worden, bewegt sich wie, aber so ganz hat es noch nicht getroffen bei den bisherigen Implantaten. Und kann man solch ein Implantat völlig normal belasten im Alter? Ja. Kann man Sport machen? Ja, ja, es gibt sogar Top-Sportler, die mit künstlicher Bandscheibe an Top-Wettkämpfen teilnehmen. Und das hält auch und muss nicht ausgetauscht werden? Nein.
Also natürlich im Langzeitverlauf, 20, 30 Jahre, Sie stellen eine völlig berechtigte Frage, inwieweit die Wirbelkörper da noch stabil sind in ihrer Belastbarkeit, da ist vielleicht auch noch nicht alles bekannt, aber bisher sind die Erfahrungen gut. Und ist denn so eine künstliche Bandscheibe immer die erste Wahl bei einer Operation oder hat auch so eine Versteifung mal ihre Vorteile? Die hat absolut auch ihre Vorteile, nicht jetzt, weil man das eine oder andere nehmen kann, sondern weil es verschiedene Gründe gibt zu operieren. Der Operateur hat auszuwählen, was hat der Patient für Beschwerden und Befunde, wie sehen die Bilder aus und Zusatzdiagnostik, zum Beispiel Knochenstoffwechsel bezogen. Und dann wird entschieden mit Absprache zum Patienten, auch unter Beachtung des Aktivitätsgrades vom Patienten, ob eine künstliche Bandscheibe oder Versteifung das besser ist. Und bei vielen Erkrankungen kann man nur eine Versteifung machen, zum Beispiel beim Wirbelgleiten. Man hört ja immer wieder so diesen Vorwurf, dass Bandscheibenoperationen generell zu häufig vorgenommen werden. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ich denke auch, ja. Wobei Wirbelsäulenoperationen ist vielleicht besser noch gesagt, auch Bandscheibenoperationen. Wir haben ja momentan in Deutschland ein Finanzierungssystem, was sich auf Fallzahl orientiert. Das spielt vielleicht auch eine kleine Rolle, aber ich denke auch, vieles ist im Fluss. Neue Methoden gibt es, da sind vielleicht auch noch nicht alle Kenntnis vorhanden. Ich würde mir wünschen, wenn Gruppen an Wirbelsäulenchirurgen mit unterschiedlichem Spektrum über Patienten entscheiden können. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, um auch die Anzahl zu reduzieren. Und man kann vieles selbst tun für eine gesunde Bandscheibe, nicht immer nur der Operateur. Was kann man denn selber machen? Ja, die Lebensführung halt. Also wenn man richtig starke Rückenschmerzen hat, dann versuchen sozusagen genau dagegen zu arbeiten, sich auch den richtigen Beruf oder die richtige Tätigkeit auszuwählen und ständig davor drücken, also das nicht zu machen, schwere Kisten zu heben. Und wenn, dann eher mit Knietiefbeuge. Mhm. Und wenn man jetzt eine Behandlung braucht, dann halt auch beim richtigen Fachkollegen sein, also bei jemandem, der sich mit Bandscheiben auskennt. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zur normalen Bewegung oder zur richtigen Bewegung. Unsere Zuschauerin Megan Cantrell fragt, man hört heute oft, Sitzen ist das neue Rauchen. Und Sitzen ist wahrscheinlich für den Rücken auch gar nicht so gesund, sondern eher Stehen. Aber wie ist es denn mit dem Stehen am Stehpult zum Beispiel? Ist Stehen vielleicht auch das neue Rauchen? Ja, ich sage gern zweimal S wie Sitzen und Stehen sind S wie schlecht. Und L wie Liegen und Laufen sind gut. Fehlt das L, aber trotzdem. Ja, das ist so die Erfahrung mit den vielen Patienten, die ich im Laufe der Zeit betreut habe. Und dann gibt es ja biomechanische Untersuchungen, die auch ganz gut mit dem klinischen Empfinden zusammenpassen, nämlich wie hoch ist der Bandscheibendruck. Da weiß man, dass halt der Bandscheibendruck besonders tief ist, wenn der Patient, der Mensch liegt, dann kommt ja auch Flüssigkeit mit mehr Nährstoffen in die Bandscheibe rein und umgekehrt. Wenn man also steht, sitzt, womöglich noch mit Rumpfvorneige, das ist natürlich ungünstig für die Bandscheibe und kann durchaus, wenn man bereits einen Vorfall hat, der bisher schmerzfrei war oder eine Veranlagung hat, dann die Beschwerden hervorrufen. Und warum sind denn die Bandscheiben und warum ist der Rücken bei uns Menschen überhaupt so anfällig? 80% aller Menschen leiden mal unter Rückenschmerzen. Ja, nun ist ja allseits bekannt, der Vierfüßlergang ist übergegangen zum Zweifüßlergang. Ist eine gute Erklärung, stimmt doch irgendwo. Die Bandscheiben sind auch so ungefähr gleich aufgebaut wie bei Tieren. Und ich denke, da ist die Entwicklung im Menschsein doch nicht so optimal verlaufen. Aber der Mensch, der früher sozusagen nach dem Tierreich kam, der hat ja auch eine andere körperliche Belastung gehabt. Da war ja noch nicht klar, dass man 12 Stunden am Schreibtisch sitzt. Ja, mit das ist nicht gut. Pausen. Lieber aufstehen, rumlaufen und ein bisschen mehr das Tier in sich rauskommen lassen. Auf jeden Fall. Frau Büttner-Janz, schön, dass Sie heute bei uns waren. Gerne, vielen Dank. Sehr gerne.